Die Börsenminute. Auch wenn man derzeit alles andere als mehr Risiko in sein Portfolio packen möchte, an Emerging Markets führt für Langfristinvestoren kein Weg vorbei. Schon zahlenmäßig. In Schwellenstaaten leben immerhin 85% der Weltbevölkerung und derzeit 58% der kaufkräftigen weltweiten Mittelschicht. 2030 werden es voraussichtlich schon 80% der mittleren Einkommen sein, die 70% des Weltkonsums ausmachen. Die Vorgesellschaft Gamway Asset sieht in Schwellenstaaten vor allem drei Trends. Zum einen werden die Kreisler- und Straßenverkäufer durch lokale Supermarktketten ersetzt, zum anderen steigt dort die Nachfrage nach Luxusgütern und drittens werden dort das Internet und neue Technologien stark ausgebaut. China hat Bruno Vanier, der Firmengründer von Gamway Asset, am Sonntag übrigens zu Gast beim Podcast Geldmeisterin, trotz allem nur neutral gewichtet. Immobiliengesellschaften und die Banken würden die chinesische Wirtschaft derzeit stark belasten und bis zum großen kommunistischen Parteienkongress am 16. Oktober herrsche Unsicherheit, was Börsen bekanntlich gar nicht mögen. Bullish ist er für Indien, wo die Inlandsnachfrage sehr hoch ist. Saudi-Arabien, im Wesentlichen der weltweit wertvollste Wert Saudi-Aramco, ersetzt das herausgeflogene Russland im Emerging Market-Universum. So weit, so gut. Alles Weitere zu langfristigen Investmentchancen in den Emerging Markets am Sonntag in der Geldmeisterin. Ich hoffe, wir hören uns. Schönes Wochenende wünscht Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.